So, hallo, herzlich willkommen zu Florian Simbecks Comedy Podcast. Ihr seht, ich bin seit langer Zeit mal wieder dabei, einen Podcast aufzunehmen. Und neben mir sitzt ein super lieber Comedy-Kollege, der Özgür Çebi. Hallo Özgür. Hallo Florian, grüß dich auch. Ach. Ja, schön. Grüß dich auch, ja. Jetzt in deinem Podcast. Wie geil ist das denn? Ja. Ich habe lange keinen aufgenommen. Ich mache normalerweise immer so, also im Optimalfall einmal die Woche. Ja. Aber bei mir kam viel dazwischen in letzter Zeit. Also auch ein kleines Update für die Leute, die mir schon geschrieben haben, wann kommt der nächste Podcast. Ich bin zu Hause, meine Familie und ich, wir wohnen in einer Doppelhaushälfte und wir haben die Kündigung bekommen. Oh, okay. Weil wir solche Arschlöcher sind. Nein. Das hat die Familie das Volk. Genau, klar. Das hat die Familie tatsächlich für die beiden Töchter gebaut. Okay. Und die eine hat schon auf der einen Seite gelebt und die zweite möchte jetzt eine Familie gründen und es gab quasi den Eigenbedarf. Okay. Ja. Und du hast ja schon eine Familie, sonst hättest du sie natürlich als Frau genommen. Das geht ja nicht. Genau, aber das geht ja nicht. Jetzt ist es so, meine Kids sind ja 19 und 18. Ja. Und eigentlich könnte ich die in einem Jahr oder so einfach raushauen. Ja. Und sagen, so, wir verkleinern jetzt. Alles Gute auf eurem weiteren Lebensweg. Aber das Timing ist wie immer schlecht. Und jetzt habe ich echt den letzten Monat damit verbracht, nicht nur nach einem neuen Haus zu suchen, sondern auch für den neuen Vermieter quasi alles so aufzubereiten. Weil, wie hast du ja schon gesagt, fahren ist Volk. Ja. Du musst, du hast keinen Arbeitgeber, der dir irgendwie bescheinigt, was du jeden Monat verdienst. Genau. Und dann habe ich Steuererklärungen zusammengesucht. Und natürlich die letzten Corona-Jahre ist ja nicht repräsentativ. Ist ja nicht präsentierbar vor allem. Ja. Und zusammengesucht. Dann Steuererklärung von 22 schnell gemacht. 23 Umsatzsteuererklärungen schon mal vorgearbeitet, die ersten beiden halben Jahre. Eingereicht, damit vom Finanzamt was kommt. Und da war ich einfach echt busy. Ja. Und jetzt konnte ich das alles präsentieren. Der Vermieter hat gesagt, okay, die Woche machen wir einen Mietvertrag. Kurz auf Holz klopfen. Ja. Und jetzt bin ich wieder hier, habe mich wieder gemeldet. Ja, wir sind hier, wo sind wir? Wir sind gerade in Binz, ja. An der Ostsee, Rügen. Ibims in Binz. Ibims in Binz. wir haben hier ein Gig. Wir sind jetzt gerade, wir befinden uns gerade im Hotel, ja. So ein Apartment-Hotel. Also das ist jetzt nicht sein Geschmack hier, dieses Sofa. Eigentlich schon. Ich mag so diesen Gelsenkirchener Barock. Echt? Ja? Ah, okay. Gelsenkirchener Barock. Ich stehe so mehr auf Rokoko aus der Eifel. Das ist auch ja. Ja, wenn ihr ein bisschen Hall hört, natürlich ist es ein bisschen gefliester Boden, wahrscheinlich, weil die Leute dann mit Sand an den Füßen vom Strand rein spazieren. Ja, ich habe immer Sand an den Füßen hier, obwohl ich gar nicht so am Strand war. Also das kriegst du nicht ganz raus. Es ist also, du bist ja kein Wassermensch, habe ich gestern mitbekommen, du bist ja so. Ich hasse das. Ich hasse diese Scheiße. Ich hasse das Meer. Ich hasse den Sand. Ich hasse das Salz. Ich schwitze schnell. Ja. Ja gut, also ich würde sagen, ich hasse es nicht, aber was ich nicht mag, ist zum Beispiel, wenn ich am Strand sitze, so am Sandstrand und ich habe halt Sand in der Kimme. Das finde ich sehr, sehr unangenehm. Weißt du, so, dass du ständig so im Schritt so Sand hast und das scheuert dann, das ist nicht schön. Also es gibt Leute, die halt gerne mit einer Käsereibe masturbieren, das ist nicht, es ist nicht so meins. Ja. Gute Idee. Ja, habe ich da jetzt. Sag mal so, wenn du jetzt barfuß gehst, dann hat Sand schon einen guten Effekt. Ne? Also sag mal, wenn man länger geht, dann reibt es so ein bisschen durch den Käse ein bisschen so ab. Ja, das ist schon okay. Also ist auch man wegen der Hornhaut. Ja, genau. Das heißt, so Peeling-Effekt hast du schon. Das ist schon ganz okay. Ja. Also ich bin nicht so, ich habe jetzt nicht so eine Aversion gegen Wasser und Sand, aber Sand in der Kimme finde ich nicht angenehm. Zwischen den Zähnen finde ich auch nicht angenehm. Zwischen den Zähnen ist auch nicht schön. Ja, das mag ich auch nicht, obwohl, es ist, wenn du mit Sand die Zähne putzt, werden die dann weiß, löst sich da was? Ich glaube, Salz ist besser. Salz ist besser? Auch Salz. Hast du aber auch, du hast die Mischung aus Salzwasser und Sand. Das wäre doch die Kombi. Alter, das ist wirklich wahr, ja. Habe ich mal wieder gut zusammengefügt. Also es ist schon schön hier, aber es sind alte Leute da. Wir hatten gestern einen schönen Auftritt, wollten danach noch einen trinken gehen oder zumindest sich zusammensetzen. Ja. War nichts. Tot. Aber alte Leute, ich meine, wir sind auch jetzt nicht mehr die Jüngsten. Was? Aber die sind schon sehr, sehr alt. Also ich weiß, ab wann ist man eigentlich alt? Ich glaube, das Alter fängt im Kopf an. Oder?
Ich weiß nicht, als mein Opa so um die 100 war, der hat sich auch jung gefühlt, aber das hatte keinen Sinn. Also das war, man hat gemerkt, er ist alt. Okay, wir sind beide um die 50. Ich bin 49. Okay, ich bin 52. Ich bin schon drüber, über die andere Seite rüber gelappt. Hallo Onkel. Ja. Und ja, ich bin während der Pandemie 50 geworden tatsächlich. Ja. Und jetzt sitze ich hier und dann guckt man sich an im Spiegel, denkt sich, oh fuck, was ist denn jetzt los? Hier graue Haare, da graue Haare. Und naja. Und dann spaziert man das rum und merkt, wo die Reise hingehen könnte. Und man denkt sich, nee, will ich nicht. Also ich genieße es schon, mit Kollegen abzuhängen und so einen Beruf zu haben, wo man nicht jeden Tag den gleichen Alltag hat. Und freue mich, dich wieder zu sehen. Das wird schön. Ich freue mich natürlich auch, dich wieder zu sehen. Das ist immer cool. Ich sage nur so zum Altwerden, wir haben aber auch ein Privileg in unserem Job. Das muss man auch sagen, da muss man dankbar für sein. Also nur zum Vergleich, mein Bruder, der arbeitet in der Metallfabrik. So, und der ist nach Feierabend fertig. Der ist einfach fertig. So, und wir gehen auf die Bühne, wir haben halt Kopfarbeit. Wir bereiten uns vor, wir schreiben Texte, wir müssen Proben auswendig lernen. Aber es ist geistige Arbeit, das ist keine körperliche Arbeit. Und ich glaube auch, weil wir auch immer in einem Pulk von Menschen sind, bleiben wir auch bis zu einem gewissen Grad jung, sagen wir mal so. Das heißt, ich zum Beispiel, weil ich keine körperlichen Aktivitäten habe in dem Job, muss ich trainieren. Also ich mache dann regelmäßig Sport. Du gehst pumpen? Ich gehe pumpen. Ich mache so, weißt du, das ist fast ein Trizeps, Bizeps, also Quadrizeps, Beinmuskulatur. Boah, Junge, was sind das für ein Ganz, was du da hast? Du? Das ist Warte, jetzt siehst du das hier? Ja. Oh, Alter, das ist schön. Aber ich habe jetzt eine App runtergeladen. Ja? Für so Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Ah. Einfach solche Sachen meistens. Mein bester Kumpel, der sagt immer, er kam darauf, dass man, wenn man die Augen zumacht und sich vorstellt, dass man trainiert, dass das einen Effekt hat. Und letztens saß er da und hat erzählt, dass er quasi gestern Sportmeditation betrieben hat und heute Muskelkater hätte. Und ich habe gesagt so, Alter, erzähl mir keinen Scheiß, du musst in die Muckibude, du musst dich bewegen. Sieht das fit aus? Also er hat das Glück, dass er per se ein schlankerer Typ ist als ich. Du bist ja auch ein schlankerer Typ. So, das heißt, ich, wenn ich keinen Sport mache, ich werde einfach fett. Okay. Ich werde fett. Ich habe auch einen gesunden Appetit. Also ich muss Sport machen. Oder also es gibt ja so Schauspieler, die so für Rollen krass abnehmen. Ja. So die wirklich so, Robert De Niro hatte das mal gemacht und so, die richtig abmagern. Bei mir funktioniert das in die andere Richtung super. Ja, du kannst das heißt, super schnell gut zunehmen. Genau. Wenn ich jetzt ein Angebot bekommen würde, dass ich innerhalb von einem halben Jahr 20 Kilo zunehmen soll, Alter, ich kann nicht. Das ist kein Ding. Das funktioniert so. Ich habe dich ja zum ersten Mal getroffen, ich glaube vor 4 oder 5 Jahren. Ja. In Bremen, glaube ich, da war eine Show im Fritz-Theater. Ja. Und danach sind wir noch ziemlich lange im Hotel gesessen, haben gequatscht. Ja. Da warst du ein bisschen dicker. Kann es sein? Ja, es ist immer so. Du bist ja jetzt wirklich schmal im Gesicht geworden. Also für alle, die uns jetzt nicht sehen, manche hören den Podcast auch nur. Ja, ich bin jetzt das Nachherbild quasi. Jetzt das Nachherbild, genau. Ja. Aber es hat sehr gute Arme, gut trainiert, sehr, sehr, sehr sportlich. Ich versuche mein Bestes. Ja. Man will ja auch sexy sein. Wir werden ja älter und muss was tun. Sonst, ja. Ich bin ja noch keine 50, aber ich dachte so, mit 50, wenn ich dann Sixpack habe, Alter, das ist schon, also ich brauche da keine Frau. Ich reiche mir vollkommen alleine auf. Ja, stehst dann vor dem Spiegel. Ja. Denkst du, ah, wie geil bin ich eigentlich? Genau. Wo ist die Käserei? irgendwann komme ich dahin. Aber Gott sei Dank. Ja. Aber man hat hier, ich glaube, so ein kleiner Bauchansatz ist gar nicht schlecht. Für schlechte Zeiten hat man immer was gespart. Das ist richtig. Vor allem, weil wir in Deutschland jetzt nicht in der Zivilisation, sondern in der Wildnis leben. Ich habe jetzt auch nicht jeden Tag Erfolg bei der Jagd. Wenn die Russen dann irgendwann uns alles wegnehmen, wenn es weitergeht, erst die Ukraine, angefangen hat sie mit der Krim, irgendwann kommt Rügen dazu, das ist ja quasi die Krim von Deutschland. Ja. Ist ja keine Insel, ist ja nur ein riesen Batzen Land, der so am Land dran hängt. Das ist richtig, aber da es ja am Wasser ist, glaube ich, wäre es für dich jetzt kein großartiger Verlust. Wäre kein Verlust, überhaupt nicht. Aber wenn sie deine Berge anfassen, dann ist es vorbei. Alles vorbei ist, gar nicht. Ich bin Bergfex, genau. Also ursprünglich bin ich ja auch ethnisch gesehen, oder von meiner Abstammung her, wir kommen ja auch von den Bergen. Ja. Ich bin ja auch ein Berggorilla. Okay. Eigentlich. Aber ich mag halt auch Wasser. Ich bin halt ein Gorilla mit Schwimmflossen. Aus welchem Teil der Türkei kommen deine Ancestors, deine Vorfahren?
Yeah, I think they come from Malatya. Malatya? Malatya. Malatya? Malatya is Anatolian. Also Bergisch. Genau, Bergisch okay. Gladbach quasi. Von, ja, das Bergisch Gladbach. Von der Türkei. Genau, genau. Wo ist die türkische Heidi Klum? Ja, genau, genau. Ne? Eiche. Okay, Eiche Klum. Eiche Klum. Und du hängst, und du bist aber hier geboren, hier aufgewachsen? Ja, ich bin in Ostwestfalen groß geworden. Mhm. Also geboren, mit 5, 6 Jahren sind wir nach Wesseling gezogen, das ist zwischen Köln und Bonn. Und dann so mit 12, 13 bin ich dann nach Bonn gezogen und seitdem hänge ich dort. Seitdem bist du ein Bonner? Ich bin eine bönische Jung. War das ein herber Verlust für dich, als die Hauptstadt nach Berlin gegangen ist? Nein. Nee. Nee, für mich nicht. Also es gibt viele, die dem nachtrauen, aber ich versuche nicht in der Vergangenheit zu leben. Es hatte natürlich einen internationalen Flair. Ja. Bonn hatte, wir hatten die ganzen Diplomaten, die ganzen Botschafter dort. Ich war ja Teenager, die ganzen Töchter von den ganzen Botschaftern und den Diplomaten. Ja. Das war sehr spannend, da waren viele Amerikaner und so weiter. Und mit dem Umzug nach Berlin verschwand das alles peu à peu. Und jetzt ist eigentlich Bonn, man wirft ja Bonn vor, dass Bonn spießig ist. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, aber ich sage so, an jedem Gerücht ist ja auch etwas Wahres dran. Bonn ist eine schöne Stadt, optisch gesehen. Wir haben auch viel Grün, viel Natur. Auf der anderen Rheinseite haben wir das Siebengebirge und das ist alles wunderbar, das ist ja schön. Aber es ist so ein bisschen so, sagen wir, seitdem die Diplomaten weg sind, ist ja die Post dorthin gekommen und die Telekom. Ja, stimmt. Ach, die waren da vorher nicht? Also die hatten nicht den Hauptsitz. Ja, schon, aber ja. Die hatten nicht den Hauptsitz. Und die Post wurde ja auch irgendwann privatisiert. Die Post hatte schon, glaube ich, den Hauptsitz, aber die Telekom kam ja dazu. Und wir haben noch die UN dort und so weiter. Dann hatten wir auch. Ihr habt auch noch ein paar Ministerien, habt ihr noch? Ich glaube, Umweltschutz ist noch in Bonn. Wir haben das Finanzministerium ja. Dort. Also das kann von mir aus verschwinden. ja, das ist für wer. Gemein mit dem Umweltschutzministerium, dafür müssen die ganzen Grünen immer von Berlin nach Bonn reisen und dann bekommen sie dann die ganzen Flugmeilen, ja. Wofür sie dann den Schwarzen Peter zugeschoben bekommen. Also sagen, guck doch die mal an, die fliegen aber auch die ganze Zeit. Naja, die Grünen sind ja für mich schon so ein rotes Tuch. Ja. Kein grünes Tuch. Kein. Also es ist für mich, die Grünen haben sich für mich disqualifiziert. Seitdem die in Regierungsverantwortung sind, muss ich leider sagen, also ich bin auch sehr, sehr enttäuscht. Ich weiß, man sagt den Grünen, oder beziehungsweise man sagt, es ist Realpolitik und die müssen sich auch der Realität stellen. Aber wenn man die politische Agenda mit Eintritt in die Regierungsverantwortung komplett umdreht, komplett, und es auch kaum Widerstände gibt aus den eigenen Reihen, dann hat sich die Partei für mich verraten, aber das ist meine persönliche Meinung. Was meinst du jetzt damit, so Gase aus Saudi-Arabien? Oder? Zum Beispiel. Ja. Ne? Oder auch, was Anton Hofreiter macht, also der ist ja auch irgendwie... Ja, den kannst du eh vergessen. Ja, aber ist ein wichtiger Mann ja. Mit der Grünen. Wie kann ich den nicht ernst nehmen? Oder zum Beispiel jetzt feministische Außenpolitik. Alter, mach einfach Außenpolitik. Außenpolitik ist Außenpolitik. Wieso labeln? Ne? Wieso labeln? Ja, mach einfach deine fucking Arbeit. Und ich halte die Frau sowieso aufgrund ihres Alters, aus mangelnder Erfahrung, nicht aufgrund ihres Geschlechts, halte ich sie nicht für qualifiziert genug. Und ich finde, wenn man so einen wichtigen Posten hat, wie das Außenministerium, man repräsentiert ja das Außenministerium, solltest du auch eine gewisse Reife mitbringen, weil du ja wirklich auf dem internationalen Parkett bist und du hast mit verschiedenen wichtigen Menschen aus unterschiedlichen politischen, kulturellen Kreisen zu tun und dem ist sie meiner Meinung nach nicht gewachsen. Aber ich ja, sage, sie trifft sich aber auch mit anderen Außenministerinnen aus anderen Ländern, die genauso jung sind wie sie. Ja. Sie sitzt dann nicht mit Putin oder solchen Leuten zusammen. Ja, ich meine, in diesem Fach solltest du doch diplomatisch sein. Ja. Und wenn du dorthin gehst und dann schnippisch bist gegenüber China, gegenüber... Also das hat ja nichts mit Diplomatie zu tun. Ein Diplomat ist ein Diplomat. Das ist ja der Job. Der Diplomat, der schlichtet, der versucht, dass die Sachen nicht eskalieren, der versucht nicht zu überspitzen. Aber wenn du auf Konfrontationskurs gehen willst, ja, dann geh in irgendein anderes Amt, aber doch nicht... Ja, aber das hast du gerade gesagt, gegenüber Saudi-Arabien bieten sie sich vielleicht ein bisschen zu sehr an, oder? Ja, aber doch nicht in der Rolle als Außenministerin. Ja, aber also man muss doch die Linie nach außen vertreten. Ja, aber nicht die Außenministerin. Das Außenministerium ist für Diplomatie zuständig. Ja.
Und aus Saudi-Arabien, ja, das ist ja auch eine Heuchelei. Das heißt, du verzichtest jetzt quasi auf das Gas und das Öl aus russischen Gebieten, aber du, dann gehst du, weil sie ja halt Menschenrechte verletzen, aber dann gehst du nach Saudi-Arabien, wo du geköpft wirst, wenn du mal gegen das System dort bist. Und das ist sicherlich ein schwieriger Spagat. Ja. Ja. Also ich möchte diesen Job nicht machen. Das ist ja immer schon deren Problem. Als die Grünen zum ersten Mal in der Regierungsverantwortung waren mit der SPD damals unter Schröder, mit Joschka Fischer, mussten die ja auf einmal eine Kriegsentscheidung treffen. Okay. Immer wenn die Grünen am Drücker sind, gibt es Krieg. Das können wir eigentlich draus lernen. Genau. Also vielleicht sollten wir einfach in Zukunft nicht mehr die Grünen wählen. Ja, lass uns die Bayern-Partei wählen. Ja. Ja. Die CSU oder was meinst du? Ist das die Bayern-Partei? Nee, in Bayern gibt es noch die Bayern-Partei. Das ist so noch konservativer jenseits der CSU. Die haben so tolle Wahlplakate, da steht drauf: Kriminalität verbieten. Also es ist eine Comedy-Partei. Die werden gewählt. Es gibt Leute, die werden. Ja, okay. Boah, das ist jetzt echt eine krasse Bildungslücke. Aber sind die so, ist das so eine Tendenz zur AfD oder ist das so? Ja, sicher, klar, logisch. Okay. Alles, was rechts der CSU ist. Okay, tja. Wenn das, ich finde es ja gut, wenn die sich da rechts so ein bisschen zersplittern. Das machen die ja eher auf der Linken, dass sie sich zersplittern. Ja. Und die Rechts halten immer eher meistens so zusammen. Oder ein großes konservatives Dach, so CDU, CSU. Aber ja. Ist ja kein Politik-Podcast hier. Dafür habe ich viel zu wenig Ahnung, muss ich sagen. Ich habe auch keine Ahnung. Ja. Ich tue einfach nur das so. Das ist gut. Halt einfach so, als ob ich Ahnung hätte. Aber ich finde, alles, was so sich im demokratischen Rahmen bewegt, ob es jetzt, also ich bin Demokrat in erster Linie, ich sage jetzt nicht, welche Partei ich wählen würde, aber solange es CSU, CDU, SPD ist, die Grünen, vielleicht sogar noch die Linken, ein Teil der Linken und so weiter, was sich, sogar die FDP, was sich alles so in so einem demokratischen Spektrum befindet, ist für mich akzeptabel. Problematisch wird es halt, wenn du gegen demokratische Werte wetterst. So, das ist wie die AfD. Dann wird es halt für mich problematisch. Ja, und dann privat vor allem was anderes vorleben. Also, ja. Wenn du gegen Homo-Ehe bist, aber in einer lesbischen Beziehung lebst, wenn du gegen die EU bist, aber in der Schweiz lebst und so, ist dann schon ein bisschen komisch, ne? Ja, aber naja. Ich weiß, du sprichst auf Alice Weidel, aber... Was? Ich hab das so geahnt. Da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. Ja, aber... Ey, zurück zur Comedy. Ja. Wie bist du zur Comedy gekommen, Özgür? Es war eine Verlegenheitslösung. Du bist nicht Metallarbeiter geworden wie dein Bruder. Nein, ich habe viele Jobs gemacht. Kaufhausdetektiv, ich war im Paketdienst, ich habe eigentlich alles gemacht. Ich habe sogar bei einer Autoverleihfirma gearbeitet. Ich habe viele Jobs gemacht. So Lagerarbeit, ich habe bei einem Feinkostunternehmen im Lager gearbeitet. Habe aber eine Ausbildung gemacht, eine private Schauspielausbildung. Ja. Habe ich damals die Bühnenreife abgeschlossen und habe auch quasi eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann gemacht. Aber ich konnte als Schauspieler nicht richtig davon leben. Das waren noch die Zeiten, wo Erkan und Stefan so quasi sehr, sehr weit verbreitet waren. Ihr wart ja sehr viral, würde man heute sagen. Damals bin ich ja in der Zeit als Sidekick bei Kaya Janas, Was guckst du, gewesen. Und daher kennt man dich. Wenn ja, oder? Da warst du... Ich weiß es nicht. Fest dabei? Zwei Jahre lang war ich regelmäßig dabei und natürlich habe ich euch ja auch immer beobachtet parallel. Und da ist ja eine Geschichte, wir haben ja auch so Specials gehabt bei Was guckst du, das hatte ich dir einmal erzählt, vielleicht ist das auch interessant. Wir wollten ein Special machen, es gab drei Specials, bei einem war ich nicht dabei und zwar in der Schweiz, weil ich keinen Schweizer spielen konnte. Ich war aber in Schottland, weil ich halt sehr keltisch aussehe. Und und in der Türkei, da haben wir Specials gemacht. Und ich glaube, wo war das genau? Bei Schottland, da gab es noch die Auswahl, ob wir vielleicht auf Kreuzfahrt gehen und auf ein Kreuzfahrtschiff. Ja. Und ihr hattet da, glaube ich... Wir haben einen Kinofilm gedreht, der spielt auf dem Kreuzfahrtschiff. Genau, ja. Und genau das war der Grund, warum Kaya Jana gesagt hat, wir machen es nicht auf dem Kreuzfahrtschiff. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ja. Ich finde das so komisch, weil ihr wart ja bei Sat.1, oder? Ja. Und wir waren bei ProSieben, was ja eigentlich Schwestersender sind. Ja. Gleiche Senderfamilie, gleiche AG. Ja. Aber wir haben nie Berührungspunkte gehabt. Es gab keine Begegnung zwischen Erkan und Stefan und Kaya Jana. Ja.
Und das fand ich echt immer ganz, fand wir komisch. Und wir wussten nicht, was ist denn da los? Eigentlich könnte der uns auch mal einladen. Wir wurden immer zu Stefan Raab eingeladen. Aber bei Kaya waren wir nie. Und er, keine Ahnung, da gab es auch keine einzigen Versuche der Kontaktaufnahme von der Redaktion ausgesteuert, weil es hätte sich ja angeboten eigentlich. Oder war es so, dass ihr beide gesagt habt, wir sind die Echten und die beiden sind die Faken? Nee, ich hatte gar nichts zu sagen. Ja. Ich war in der Hierarchie, glaube ich, ziemlich weit unten. Ich war damals auch noch ganz, ganz frisch im Geschäft und ich war so happy und ich kann es ja offen sagen, wir kennen ja die Medienwelt, ich wurde ja auch dort ziemlich gut ausgebeutet, also finanziell, sage ich mal so. Davon weiß jetzt nicht der Kaya viel, aber das ist auch so die Redaktion, die dahinter steckt. Also das heißt, ich war auch schön unterbezahlt, man hat auch sehr, sehr viele Sketche am Tag gedreht. Ist mir scheißegal, das ist jetzt lang genug her. Das haue ich jetzt einfach mal raus. Red ein bisschen so aus dem Nähkästchen. Gut so. Ja. Ja, sag doch mal, wie es ist. Genau, ich sage, wie es ist. Aber ich glaube einfach so, dass die Entscheidung lag nicht bei mir. Wie gesagt, ich hatte nichts zu sagen, aber ich kann nur vermuten, ich weiß nicht, ob es so war, dass Kaya dann schon ganz, ganz bewusst so eine Art Monopolgedanken hatte und das für sich beansprucht hat. Und er war ja auch sehr erfolgreich. Man muss ja auch dazu sagen, er ist ein verdammt guter Komiker, ein guter Schauspieler und ein sehr, sehr guter Stand-Up-Comedian. Also das sage ich bis heute, also wirklich grandios, finde ich einer der besten in Deutschland. Aber ich glaube schon, dass er keinen Bock hatte, irgendwie so den Ruhm mit euch zu teilen. Das ist so, das interpretiere ich, aber ich weiß es im Prinzip nicht. Ja, keine Ahnung. Also wir hatten da nie Vorbehalte. Wir haben uns immer gefreut, Kollegen zu treffen, aber es war auch eine andere Zeit. Damals gab es nicht so viel Stand-up in Deutschland. Ja. Und jeder Sender hat so ein bisschen sein eigenes Süppchen gekocht. Man hat aber immer so ein bisschen neidisch geguckt auf die RTL-Comedians, die wie eine große Familie sich ständig gegenseitig in den Shows besucht haben, durchgereicht wurden durch die Shows. Und ProSieben hat es senderintern auch gemacht, aber es gab nicht diesen großen so Overreach, wo man ihnen gesagt hat, komm, wir machen uns gegenseitig groß oder so. Ja, ihr wart ja für mich auch eher die Kategorie Schauspieler. Also natürlich. Ja, also Comedians ja auch, aber ihr habt ja feste Figuren gespielt. Ja. So, und ihr wart in diesen Figuren, habt ihr auch Filme gemacht als diese Figuren. Und ihr wart jetzt nicht die klassischen Stand-Up. Dabei kamen wir aber daher. Ja, aber so wurde ihr nicht gesehen, zumindest nicht von mir. Ja, das ist auch schwierig für uns. Also wenn wir jetzt auf Tour gehen und sagen, Erkan und Stefan gehen live auf die Bühne, dann sagen die Leute, was machen die denn da? Erzählen die den Film nach? Ja. Was ist Erkan und Stefan live? Ist das ein Musical? Die Leute haben teilweise nicht die leiseste Ahnung, dass wir wirklich vom Stand-Up kommen, dass wir auf der Bühne funny sind. Ja, aber ihr seid in die Schublade gerutscht. Total. Und in Deutschland denkt man in Schubladen. Das ist keine Kritik an die Menschen, aber du hast das Medium, damals nur Fernsehen, mittlerweile hast du ja das Internet, damals nur Fernsehen, du hast dieses Medium und du bekommst einen gewissen Ausschnitt, eine bestimmte Eigenschaft wird dort präsentiert, dem Publikum. Und dieses Publikum sieht nur das. Also das heißt, das Publikum denkt dann monothematisch. Das heißt, ihr seid quasi Schauspieler, die eine Rolle spielen. Ich habe es so gedacht. Ich weiß nicht, ob die anderen so gedacht haben. Oder auch Komiker. Ja? Okay, aber that's it. Ich wusste nie, dass ihr Stand-Up gemacht habt. Das wusste ich nicht. Wurde nicht kommuniziert irgendwie. Vielleicht wollte man das auch nicht. Wir haben selber nicht daran gedacht, dass es wichtig wäre. Wir sind komplett von unserem eigenen Film ausgegangen und dachten, das weiß doch sowieso jeder. Mhm. Haben wir erst viel später gelernt, dass da ein großer, wichtiger Teil gar nicht kommuniziert wurde. Du, wie gesagt, eine andere Seite, dass die Leute in Schubladen denken, sieh mich mal an, wenn ich auf die Bühne gehe, die Leute erwarten immer, dass ich auf die Migrationsthemen eingehe. Mhm. Und ich muss es auch machen, muss nichts, aber ich mache es trotzdem, weil wenn ich dann jetzt anfange, über irgendein Thema XY zu reden, was nicht mit meiner Ethnie zu tun hat, dann kriege ich sie nicht so schnell. Aber wenn ich dann so ein Intro mache, wo ich dann Ethno-Comedy mache, dann kann ich nach diesem Intro kann ich auch an andere Themen gehen und das akzeptieren die dann. Die Leute denken halt in Schubladen. Die Leute wollen konsumieren und wollen es so einfach wie möglich haben. Wir haben es eben kurz angesprochen. Die Leute sind nicht dumm, aber du musst dir vorstellen, die Leute haben Stress, die arbeiten, die haben mit alltäglichen Problemen zu kämpfen. Und wir sind Entertainer und wir wollen die Leute entertainen und die wollen nicht
immer nachdenken. Mhm. Die wollen einfach sich berieseln lassen, sich unterhalten lassen. Und dann wollen die auch vielleicht gar nicht um die Ecke denken, sondern ganz einfache Sachen präsentiert bekommen, so dass sie sich einfach amüsieren können und da ist nichts daran zu kritisieren. Überhaupt nicht. Gib mir schnell eine Lache, ist total legitim. Genau. Und man sieht es ja auf TikTok oder Instagram Reels, die Leute haben einfach wirklich Bock zu lachen und teilen, aber die teilen teilweise wirklich die flachsten Dinger. Das stimmt, weil sie doof sind. Ja. Aber weil ihr dumm seid. Ja, als Comedian ist es tatsächlich so, dass du auf die Bühne gehst und du hast ganz viele Witze, auf die du mega stolz bist. Und dann gibt es einen, der ist so, du weißt, der kriegt immer die Lacher. Ja. Du fühlst dich aber schmutzig. Also ging uns teilweise so, dass du dann denkst, hast du wieder gemerkt, bei dem einen lachen sie wieder am meisten. Aber eigentlich ist es nicht okay. Ja, wenn er auch so, wenn der Witz auch so ein bisschen rassistisch ist, dann denkst du, nee, komm, ich will den eigentlich gar nicht machen. Aber dann würden manche Leute sagen, ja, dann mach ihn nicht. Ja, aber er liegt oft auch da und er gehört zum Thema dazu und man hofft, dass die Leute ihn richtig verstehen. Und auch, tun sie. Auch nicht quasi, nicht denken, dass man sich über andere lustig macht, sondern dass man den Witz für sich selbst nimmt. Dass man sich über du sagst ja auch, du machst ja auch rassistische Witze über dich selber manchmal auf der Bühne. Ja, also ich sage zum Beispiel, es gibt einen Witz, warum gibt es in der Türkei keine Samenbänke? Weil die Wichser alle hier sind. So, okay. So, also, aber wenn die Leute lachen, lachen sie ja nicht deshalb, weil sie Rassisten sind. Nein, es geht um den Tabubruch. Ja. Es ist einfach nur der Tabubruch. So, und wenn du das machst, bist du jetzt, ich bin kein Rassist, er ist kein Rassist. Und ich finde, wir befinden uns auch in so einem Befindlichkeitszeitalter. Ja, die Leute sind ja so überempfindlich geworden und so überkorrekt geworden. Alter Falter, ich möchte auch mal Fehler machen dürfen. Ich möchte auch mal irgendein dummes Zeug labern, ohne dafür geschitztormt zu werden. Und das geht mir tierisch auf den Sack. Ihr seid alles Pisser, Spießer und ihr seid viel schlimmer, als wir es sind. Wir machen es nämlich öffentlich. Aber was ihr für Leichen im Keller habt, die ihr mir die Shitstorms gibt, auf Türkisch. Ja, vor allem die kommen in den Comedy Club, filmen illegal was mit, posten es dann und sagen, guck mal, was der dir gesagt hat. Und du denkst, das habe ich in einem Club gesagt, es gibt ein Übereinkommen. Ja. Hier ist man unter sich, hier ballern wir krasse Sachen hin, wir gehen über Grenzen. Niemand hasst den anderen, weil guck mal ins Backstage von so einem Comedy Club. Das ist eine der diversesten Gruppierungen überhaupt. Ja. Und dann geht jemand, klaut sich die Nummer raus, postet die unerlaubt irgendwo hin und sagt, guck mal auf die, was die da für Sachen sagen. Und meistens aus dem Kontext heraus. Ich würde manche Jokes nie vor einem Publikum machen, das die Jokes falsch versteht. Ja. Also, weil ich muss ja, es ist ja immer so ein bisschen Wissensmanagement-Comedy. Du gehst auf die Bühne und denkst dir, was sind das für Leute, die da sitzen? Wie verstehen die Witze? Werde ich denn wirklich für die formuliere ich den Joke ein bisschen um. Da mache ich es hier ein bisschen einfacher oder hier kann ich vielleicht ein bisschen spitzer gehen. Ja. Es kommt ja auch immer auch auf die Stadt an. Ne? Klar, also es ist zum Ostwestfalen, Beispiel, bekannt für seinen crazy Humor. Das ist echt die Ostwestfalen. So, verdammt witzig. Nein, die sind nicht so unlustig. Das Klischee stimmt einfach nicht mehr, würde ich sagen. Vielleicht hat es früher mal gestimmt. Das bekommt man immer gesagt, wenn man da ist. Ja, aber jedes stimmt aber nicht. Jeder Ort, jede Stadt hat ja irgendwie so ein Klischee, irgendwie so einen Ruf, der auch mit der Realität nicht immer übereinstimmt. Also ich habe andere Städte erlebt, wo die Leute keinen Humor hatten, die dann nur saßen und ich sage jetzt nicht, in welche Städte, das geht nicht vor. aber wir sind dort, ne? Was redet da? Ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist ja kein richtiges Deutsch. Da kann man nicht mal richtig Deutsch sprechen. Doch Fidschi. Der Fidschi aus der Türkei. Genau, ja, der Fidschi. Wir rutschen nach vorne. Wir rutschen nach vorne, ja, guck mal. Hey, guck mal, man kann hier ganz aufrecht sitzen. Ja, das stimmt. Wir haben schon fast rumgelegen. Ne? Ja, ich habe das so, damit dann oben so ein Streifen im Bild frei wird, wo man den Werbepartner einbindet. Ach so, ja, das stimmt. Wer macht denn die Werbung? Wer supportet dich? Niemand. Ach so. Also, wenn ihr diesen Podcast supporten wollt, dann gerne lese ich eure Werbung vor. Sehr gerne. Für einen kleinen Obolus, beziehungsweise ich supporte einfach auf Steady. Ich habe gehört, der Pascha in Köln, der supportet. Das ist ein Puff. Ja, wirklich? Nein, ich weiß es nicht. Das wäre geil, oder? Das wäre geil, ne? So, und jetzt ein kleiner Text von unserem Werbepartner von Pascha in Köln. Wenn du mal wieder ordentlich bumsen möchtest. Ja, genau. Pascha auf der Alice-Weide-Straße. Nee, Alice-Schwarzer-Straße 23. Alice-Schwarzer-Straße? Ja, natürlich, da muss ein Puff sein. Nein, das ist es natürlich nicht. Aber wäre lustig. Ein Puff auf der Alice-Schwarzer-Straße wäre lustig. Beate-Use-Straße. Ja, das wäre ja naheliegend. Nee, ich glaube, ich schon. Sicher, dann kann man eine Straße noch hier benennen. Ja.
Wann gibt es die Beate-Use-Straße? Wo kommt die eigentlich her? Aus Usedom. Ich weiß es nicht. Mir ist vor kurzem beim Spazierengehen, bin ich an einem Beate-Use-Shop vorbeigelaufen und habe gesehen, das E und das A sind farblich hervorgehoben. Und dann ist mir aufgefallen, in diesem Schrifttyp sahen das E und das A aus wie 69. Wahrscheinlich ist das so beabsichtigt. Ja, aber es ist mir jetzt erst aufgefallen. Da muss ich 50 werden, zu sehen, dass Beate Use das an 69 im Laden. Im Laufe der Ehe wird dann daraus nicht ein 69er, sondern ein 96er. Da liegt man oder 68er. Mach du mal die Schuld. Ja. Aber ich glaube, jetzt kriegen wir einen Shitstorm von den Feministinnen. Wir haben nichts gegen den Feminismus. Überhaupt nicht. Aber es macht auch die Wohnung nicht sauber. Ne? Das ist ein allgemeiner Witz, Entschuldigung. Liebe Feministinnen, Mensch, wir haben nichts gegen euch. Was denn? Das ist alles. Das sind wieder diese Flachwitze. So, das meine ich. Politisch unkorrekt. Aber das kannst du jetzt aus dem Kontext reißen. Und dann kannst du jetzt mal einen ordentlichen Shitstorm rauskommen. Das geht natürlich, wenn du es aus dem Kontext reißt. Ich kenne niemanden, der so feministisch ist wie du. Nein, ich bin kein Feminist. Nein? Nein. Nein. Okay, Feminismus ist doch eigentlich nur, dass man sagt, Männer und Frauen sollten die gleichen Rechte haben. Punkt. Das ist Gleichberechtigung. Das ist Feminismus. Nein. Aber warum warum, wenn es eigentlich nur um die Gleichstellung geht, warum wird es dann Feminismus genannt und nicht Feminismus und Maskulinismus zusammen, gleichwertig? Ich sag zu dem Feminismus etwas. Ich glaube, ich weiß, damit könnte ich jetzt Ärger kriegen, aber ist egal. Ist ja meine Meinung. Hören echt nur 20 Leute zu, also so schlimm ist es nicht. Die 20 Leute, die jetzt zuhören, ich sag's euch, pass mal auf. Der Feminismus, der war wichtig. In den 60ern, 70ern, 80ern, weil es eine chauvinistische Kultur gab. Aber mittlerweile kannst du ja als Frau Karriere machen. Du kannst als Frau Chefin werden, du kannst Aufsichtsrat-Chefin werden, du kannst alles werden als Frau. Das heißt, wenn du dir ein Ziel setzt, kannst du alles erreichen, was du willst. So, es gibt immer noch die ungleiche Bezahlung, das stimmt. Das ist eine Ungerechtigkeit in einem System voller Ungerechtigkeiten, das gebe ich zu. Aber das sind so Sachen, wo man noch kalibrieren muss, wo man noch dran arbeiten muss. Aber der ursprüngliche Gedanke des Feminismus, der ist mittlerweile meiner Meinung nach obsolet geworden, weil Frauen haben die gleichen Rechte wie Männer in der Zwischenzeit. Ja, bei uns vielleicht. Ne? Bei uns, ja. Also in Saudi-Arabien ist zum Beispiel der Feminismus notwendig. Da ist er absolut notwendig. Aber da begibst du dich auch in Lebensgefahr, wenn du dort feministische Politik betreibst. Vielleicht sollte Annalena Baerbock dorthin gehen. Ich muss sagen, es gibt ja Comedy-Kolleginnen, die iranischer Herkunft sind. Ich habe feuchte Augen bekommen, einfach zu sehen, wie die auf einmal ihre Rolle und ihre Notwendigkeit in der Gesellschaft auf einmal wahrnehmen und dastehen mit erhobener Faust und sagen, wir stehen da für die Frauen im Iran und das ist total wichtig. Und zu Recht. Mega. Zu Recht. Und da ist der Feminismus notwendig, legitim und notwendig. Ja. Absolut. Aber du kannst jetzt nicht in einem Land, wo du satt bist, so tun, als ob es kein Essen gibt. Also es gibt hier, Frauen haben hier Rechte. Frauen genießen die Gleichberechtigung. Gott sei Dank. So, aber warum brauchst du noch so einen radikalen Feminismus? Einen Feminismus, der Männer diskreditiert, der Männer abwertet, um sich selbst erhebt, der Männer quasi so... Ein Feminismus, wo Männer als Feind gesehen werden. Ja. Das ist Bullshit in diesem Land. So typisch, wir Männer sind alle toxisch, die meisten Morde werden von Männern begangen. Ja, okay. Okay. Tut doch bitte nicht so, als wär's, müsste man eine Nadel im Heuhaufen suchen, um einen guten Mann zu finden. Das finde ich auch so eine übertriebene Herangehensweise an die ganze Geschichte. Ja. Und was, wenn Männer wirklich so toxisch sind oder sogar obsolet sind, wenn Männer nicht gebraucht werden? Wer hat denn die Straßen gebaut? Wer war in den Zechen? Wer hat die Brücken gebaut, die Häuser gebaut? Wer hat sich kaputt gearbeitet, um dieses System aufzubauen? Das waren natürlich wir Männer. Natürlich gab es auch Frauen. Mein Bruder hat alles, ganz Deutschland aufgebaut. Ganz alleine, ja. Ganz alleine. Man hat es gerade zugeguckt und hat sich Jokes ausgedacht. Genau, ich habe mir alles aufgeschrieben. So. Ich weiß genau, was du meinst. Es ist wie wenn man sagt, okay, wir haben die Grünen in der Regierung und wir vollziehen gerade einen brutalen Wandel und gleichzeitig kleben sich Leute auf der Straße fest und sagen, es ist noch nicht genug. Und du denkst dir, Leute, wieso müsst ihr denn jetzt so radikal werden? Lasst dem Ganzen doch mal Zeit. Wir sind doch alle auf einem Weg. Also jetzt sagen wir mal, die Maßnahmen, wie auch immer, kann man ja individuell anders sehen. Aber das sind dann quasi die noch überkollegieren, noch mehr Probleme machen. Oder denkst, was sollen wir denn in Deutschland jetzt noch
weltweit überhaupt noch bewegen. Natürlich muss man irgendwie Vorbild sein, klar, verstehe ich auch. Aber die sollen doch Pionier sein für andere Länder und zeigen, dass es geht. Ja. Dass die Welt nicht untergeht. Aber ich glaube, da nehmen wir uns vielleicht viel zu wichtig. Also ich glaube, Deutschland hat nicht den Stellenwert, wie wir uns das vorstellen. Null. Auf der Welt. Also ich denke, also ich finde es richtig, dass man umweltbewusst agiert. Das ist verdammt wichtig, das lehne ich auch nicht ab. Aber ich finde zum Beispiel damals, was Greenpeace gemacht hat, die sind da mit irgendwelchen Nussschalen, sind die dann aufs Meer, aufs offene Meer und haben dann riesen Öltanker angegriffen. Das ist Mut. Das ist Mut. Aber sich auf der Autobahn anzukleben. Ja. Also richte deine Wut, deinen Protest an die richtige Adresse. Die da oben. Die da oben. Die. Die im Zimmer 24 oder was? Ja. Ja. Die das klären wir gleich mal. Da sitzt die Elite, Zimmer 24. Der Kapitalismus hat sich dort eingenistet. Die Schweinebacken, die Nackenschelle verteilen. Echt, die Hurensohn. Hundesalon. Ja, es ist so schwierig und ich denke mir wirklich, ey, wenn Deutschland von heute auf morgen komplett aufs Autofahren verzichten würde, würde es sich vielleicht ein kleines bisschen, was minimal 0,5% weniger CO2-Ausschuss. Aber Deutschland ist so klein. Und viele von uns leben wahnsinnig bewusst und dann wirst du irgendwie ausgebremst, kommst nicht zur Arbeit, was auch immer. Als würde das jetzt wirklich so einen Unterschied machen. Ja, aber nichtsdestotrotz sollte man schon immer bei sich anfangen. Ich bin auch dafür, dass man zum Beispiel, ich schmeiße meine Zigarettenkippen nicht mehr auf den Boden, weil meine Freundin mir erklärt hat, dass es irgendwie Einfluss auf das Grundwasser hat. Seitdem schmeiße ich einfach nur noch die Batterien in die Pfützen. Ja. Seitdem schnippst du sie zum Garten. Genau. Garten vom Nachbarn. Nein, also es gibt gewisse Dinge, worauf man achten sollte. Und ich sage auch immer so, ich lasse mich auch eines Besseren lernen. Wenn ich irgendwie, sagen wir mal, einen schlechten, wie nennt man das, Fußabdruck, ökologischen Fußabdruck, einen schlechten ökologischen Fußabdruck habe, da bin ich auch gerne bereit zu lernen und das auch anzunehmen. Wenn es vernünftig dann argumentiert wird, hey, klar. Kein Thema. Ja, wir haben ja auch den Luxus in Deutschland, dass die Angebote dafür bereitstehen. Ja. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe Urlaub mal gemacht in Malaysia. Okay, frag mich nicht, wie ich da hingekommen bin, mit der Bahn. Nee. Und die werfen dann einfach die PET-Flaschen einfach ins Meer. Die sammeln den Müll und werfen ihn ins Meer. Und dann wundert man sich, als wir mit Erkan und Stefan mit dem Dreh in Spitzbergen waren, dass der Strand auf der verlassensten, nördlichsten Insel vermüllt ist mit Plastikmüll. Und du fragst dich, woher kommt die Scheiße? Die wird irgendwo einfach ins Wasser geworfen. Nicht in Deutschland. Das waren die Fische. Das sind teilweise auch die Kreuzfahrtschiffe, die schmeißen, die verklappen das Zeug auf dem offenen Meer. Ja, das geht nicht. Das geht natürlich gar nicht. Aber auch wirklich, es gibt Länder, da wird der Müll einfach von A nach B gefahren und einfach auf der anderen Seite von der Insel einfach ins Wasser geschmissen. Aber die größten Umweltverschmutzer auf unserem Planeten, das sind die USA, das US-Militär, China natürlich, klar. Das sind ja Riesenländer, Indien, ne? So, und wenn die da nicht so ein Bewusstsein kriegen, dann sehe ich natürlich auch schwarz. Aber deswegen denke ich, braucht man bei uns nicht so radikal sein, weißt du? Sich festkleben und sagen, hier darf keiner mehr weiterfahren, es muss sich was ändern. Wir sind die falschen Adressaten, es wird der falsche Baum angebellt, meiner Meinung nach. Ich finde, die sollten einfach in die USA gehen. Ja, oder nach Saudi-Arabien. Nach Saudi-Arabien. Oder China. Ja, und in Saudi-Arabien sich halt am König festkleben. Ja, guter Vorschlag. Ich meine, da kommt nicht die Feuerwehr, um die Hand da wegzulösen. Das geht dann sehr, sehr. Ja, übel. Ja, ja. Ja, gut. Wie sind wir auf das Thema eigentlich gekommen? Ich Feminismus. Weiß nicht. Wir sind Feministen. Wir sind Feministen. Ja. Jokes, welche Witze darf man erzählen? Welche Witze sollte man erzählen? Wir sind damals mal bei einer Fernsehshow eingeladen worden mit migrantischen Comedians. Beim BR warst du da auch? Nein. Nee? Nee. Ich glaube, ich hatte damals noch keine Comedy gemacht. Wie lange ist denn das her? Das war, glaube ich, 2006 oder so. Mhm. Nee, noch nicht? War ich noch nicht. Ich bin okay. 2009 habe ich angefangen. Da war Bülent war da? Ja. Da war... wie heißt der? Serdar Somuncu. Serdar Somuncu war eingeladen, genau. Wir waren eingeladen, weiß auch nicht warum, wahrscheinlich weil wir die einzigen waren aus Bayern. Django Asyl wurde eingeladen. Ja. Und ich glaube, es war Serdar, der gesagt hat, Jungs, ihr habt eine Schublade aufgemacht, die müssen wir jetzt immer
bedienen, um, damit das aus der Welt geschafft ist, damit wir dann danach unsere Comedy machen können. So wie du auch gesagt hast, ich mache kurz den, keine Ahnung, den, diesen kanakischen Witz, wie auch immer, dann ist es getan und dann kann ich normale Comedy machen. Also erstmal halt die Schublade immer erst kurz bedienen. Also erstmal, ich kenne die Geschichte, also ich habe die auch am Rande mal mit, sogar von dir. Das war auch ein verbaler Schlagabtausch, der war auch ziemlich heftig wohl, ne? Nö. Also. Nö. Aber man hat euch ja gesagt, also es ist ja wie so, sagen wir mal, wenn Weiße sich schwarz anmalen, dieses Blackface, ja. Und ihr habt dann halt so quasi performt und das. Aber dann sage ich, das ist auch so eine Befindlichkeitsgeschichte. Es kommt ja immer darauf an, wenn Nazis das machen, ja. Dann erstmal. Da zitiere ich den Jens Helmer, Vicky Womit, der gesagt hat, rechtes Gedankengut und Humor schließen sich aus. Mhm. Also deshalb gibt es auch keine guten Nazi-Komiker, außer Adolf Hitler. Der war, sonst fällt mir jetzt auch keiner. Nee, genau. genau, aber ich kann, auf der einen Seite kann ich das verstehen, auf der anderen Seite ist auch eine Überreaktion. Ich finde so, warum nicht, ist... Mein Gott, du lebst ja auch in einer multiethnischen Beziehung, du bist jetzt mit Sicherheit kein Rassist und du beobachtest ja diese Jungs oder damals, du warst ja auch was jünger, hast du diese Leute beobachtet auf den Straßen und dann hast du die halt quasi parodiert, hast eine Kunstfigur erschaffen. So, ich sehe es nicht so streng. Wir haben tatsächlich die Deutschen parodiert. Ja, ja. Deswegen ist es ja Erkan und Stefan. Genau. Und Erkan heißt ja auch mit Nachnamen Moosleitner, also er ist auch nur so halb. Ja. Wir haben eigentlich diese Zurückintegration parodiert, dass die deutschen Jungs so sprechen, damit sie in ihrem Viertel nicht untergehen. Wie Sacha Baron Cohen mit Ali G. Genau, richtig. So, das gab's ja auch. Der hat dann quasi, er ist ein weißer Mann, spielt aber jemanden, der denkt, dass er schwarz ist. Ja, und seine Mutter sagt, wieso ziehst du dich eigentlich so an? Ja. Genau. Aber wir leben ja auch mittlerweile in einer Zeit, wenn du entscheidest, als weißer Mann schwarz zu sein, musst du auch als solcher anerkannt werden. Ja, wenn ich mich, ja. Ja. Wenn du dich innerlich schwarz fühlst. Das Schwierige ist nur, man kann sich nicht als lustiger Comedian identifizieren. Ja, weil, ja. Wenn keiner lacht, lacht keiner. Genau, aber ihr habt ja Leute unterhalten, die Leute haben gelacht. Ja. So, und dann hat das für mich seine Daseinsberechtigung. Und Serdar Somunç ist für mich einer, ich will das ja auch nicht, dass es so schleim und rüberkommt, aber einer der wirklich intelligentesten Kabarettisten für mich in Deutschland. Und natürlich habe ich auch irgendwo, empfinde ich ja auch stolz so ein bisschen, dass ich sage, so, dass halt einer von uns sehr intellektuell, sehr auf den Punkt gebracht, sehr scharfzüngig ist und das auf die Bühne. Und ich finde, er hat viel bewegt. Und ich bin sogar traurig darüber, dass er aufhört. Also er hätte ruhig für mich noch 10 Jahre länger machen können. Ja. Ich finde ihn toll und ich sage einfach so, wenn er so reagiert hat, wenn er das nicht toll fand, ist es so sein Ding. Für mich wäre das kein Problem gewesen, aber wir leben in einer Demokratie und dürfen ruhig abweichende Meinungen haben. Ja, ja, okay. Du Serdar hat uns das auch nicht irgendwie aggressiv auf irgendeine Art und Weise gesagt. Aber er hat mir anschließend die Todesliste gezeigt, wo ihr drauf stand. Aber okay, ja, vielleicht ist da was anderes noch vorgefallen. nee, der hat mir das nur zum Bedenken mitgegeben. Ja, ja. Ja. Und das habe ich nie losgelassen. So wie mich mal der gute Jan Delay angesprochen hat. Ich habe den mal getroffen in der Bravo Supershow an der Bar. Und da habe ich zu ihm gesagt, ey, ich habe mir ein neues Album gekauft von euch. Und ihr habt uns gedisst. Ihr habt Erkan und Stefan gedisst. Finde ich cool. Geil. Und dann sagt er zu mir, ja, weil ihr seid auch Kartoffeln. Und ihr habt kein Recht, das zu machen. Wer sagt das? Ja, ich dachte auch, du machst auch schwarze Musik. Was soll das ja? Ja, schauen wir an mit kultureller Aneignung. Musik ist was anderes. Musik ist was anderes. Comedy, ihr spielt da diese Figuren und das fand er nicht in Ordnung. Akzeptiere ich, aber ich gehe auch nicht rum und versuche den Leuten irgendwie jetzt dann ihre Herkunft nachzuweisen, haarklein. So, weißt du, irgendwann sind wir dann beim Aria-Pass oder irgendwann darf nur noch ein Türke einen Türken spielen. Ein Homosexueller darf kein Straighten mehr spielen, dann muss ich meine Sexualität offenlegen, ich muss meine Herkunft offenlegen, da habe ich keinen Bock auf sowas. Ich darf nicht mal als Heteromann dann in schwulen Pornos spielen. Darfst du nicht mitmachen, ja? Das geht gar nicht. Dann deine zweite Einkommensquelle ist komplett weg. Ist dann komplett weg. Und ich mag deine Filme.
Ja, ja, das ist. Welche hast du denn gesehen? Du, es sind so viele. Alle. Romeo und Romeo oder was war das? Ich weiß. Romeo und Julian. Ja. Der ist cool. Romeo und Julian. Es gab ja Erkan Stefan-Pornos. Tatsächlich. Echt? Ja, es gab viel Spaß. Respekt, dann habt ihr es echt geschafft. Das dachten wir uns auch. Echt? Ja. Wer hat euch gespielt? Einer davon hieß Pornoralle. Der Pornoralle war tatsächlich, der hat auch Stefan Raab Pornos gemacht. Der nannte sich dann Stefan Stab. Und Stefan Raab hat ihn damals verklagt. Und unser Anwalt hat damals auch denen zumindest eine Unterlassungserklärung geschickt und haben auch auf Schadensersatz geklagt. Weil die Denke von dem Anwalt war zu sagen, der nutzt ja eure Bekanntheit. Und dann steht euch auch ein Teil der Kohle zu. Wollt ihr das? Und dann würde ich sagen, nee, wir wollen damit nichts zu tun haben. Ja, dann muss er aufhören damit. Und dann, wir waren aber doof, weil eigentlich hätten wir mal weitermachen lassen müssen. Ja, ja, ja. Und eigentlich hätte ich die Filme gerne gehabt. Gibt es nicht mehr? Findest du nicht mehr? Finde ich nicht mehr. Ich hab noch ein paar Screenshots in so einem Ordner. Also hast du geguckt auf XNXX? Nee. YouPorn? X-Hamster? Nee. Hast du nicht geguckt? Nee. Okay. Porno hast du auch nicht gesehen? Porno habe ich geguckt. Okay. Ja. Aber da bin ich woanders hängen geblieben. Okay. Habe ich mich verzettelt. Ratchet? Nee, okay, gut, ja, okay. Nee, aber da gab es Erkan und Stefan im Krankenhaus, Erkan und Stefan bei der Bundeswehr, Erkan und Stefan, glaube ich. Das waren Schwulen Porno bei der Bundeswehr? Nee. Okay. Nee. Da waren sich komischerweise. Ich habe den Film nicht gesehen, aber es war traurig. Ich hätte schon gern gesehen, wie Stefan und Erkan sich gegenseitig. Ja. 69er, das hätte ich schon gern. Er ist draußen, weil Stefan das Handtuch dabei hat. Aber eigentlich ja genau, dann hat es geschafft, wenn es Porno-Versionen von dir gibt, dann hast du es geschafft. Das wäre auch ein Traum von mir, ja, dass jemand mich quasi parodiert. Aber ich glaube, das machen die heute gar nicht mehr. Ich glaube, seitdem es das Internet gibt, ist der Pornomarkt im Arsch, ja, also ist kaputt. Porno und Comedy hat auch nie funktioniert. Nee? Nee, so dieser Hybrid, so. Oder? Ich glaube einfach, dass Porno... Die meisten machen den Ton weg. Ja, das stimmt, aber ich glaube auch, dass die Darsteller nicht so, so besonders gut sind. Das sind ja, also Pornodarsteller sind jetzt nicht bekannt dafür, gute Schauspieler zu sein oder gute Komiker zu sein. Also das sind ja auch immer so, wenn du die Dialoge anguckst, und ich habe es auch gemacht, ich habe zwischendurch auch mir die Dialoge angeguckt, so macht so eine Frau die Tür auf, Officer, was machen Sie denn hier? Hier ist ein entlaufener Sträfling. Und ich vermute, der könnte in Ihrer Wohnung sein. Oh, ist das wirklich so? Darf ich reinkommen? Nee, kommen Sie doch rein. Okay, ich komme rein. Ziehen Sie sich aus. Okay, jetzt auf die Knie. Mal unter der Spüle nach. Genau. Ja. Also, das sind ja keine guten Schauspieler. Also die haben es ja immer... Schade, ja. Ja. Schade. Ron Jeremy hat es dann versucht als ernsthafter Schauspieler. Der sitzt ja auch mittlerweile im Knast. Was? Ja, Ron Jeremy, ja, wegen sexuellen Übergriffen, also der soll ja wirklich sexsüchtig sein, und dass es sowas gibt in der Pornoindustrie, dass Menschen dort sexsüchtig sind. Und, aber die Geschichte, die Geschichte ist nicht witzig, weil er soll auch Minderjährige sexuell angegangen haben und so weiter. Okay. Also da hört der Spaß auf, und alles, was in Richtung Vergewaltigung geht oder nicht einvernehmlicher Sex, das geht gar nicht, das ist ein No-Go. Also es gibt ja Leute, die machen generell Witze über, sagen, auch über Porno sollte man keine Jokes machen, weil es eine ausbeutende Industrie ist und die Frauen meistens nicht freiwillig und bla bla bla. Steckst du nicht drin? Doch. Übrigens, jetzt weißt du, warum die Couch mal weiter runterrutscht. Ja, ja. Steckst du nicht drin? Okay. Ja. Mann, also heute Abend nochmal Show. Heute Abend darfst du moderieren. Ja, ich moderiere. Ich muss jetzt die Moderation vorbereiten. Ja, wir sind hier im Ostseebad Binz nochmal. Ja. Hatten gestern eine schöne Show, da durfte ich moderieren. Und Özgür hat zweimal 15 Minuten gespielt. Zusammen, wer war noch da? Zwei Leute. Wir haben Artistik gemacht. Max und Benno. Benno und Max, ja. Und Till. Till Fremmel. Genau. Genau. Ich glaube, Till ist heute nicht mehr dabei. Benno und Max sind heute nicht mehr dabei. Wer ist denn heute dabei? Bene Reinisch wird mit dabei sein. Mhm. Und. Boah, müsstest du. Wissen als Moderator. Ne? Ich bin gestern nicht auf den Namen der beiden Kollegen gekommen. Es war so schlimm, ich habe ein Bit gespielt und dachte mir, so, jetzt musst du da die nächsten Künstler vor. Der eine heißt Benno, das wusste ich noch. Und der andere, da war ich bei Tim. Benno!
Oh, das ist so schlimm, weil du hast dich vorher die ganze Zeit mit denen unterhalten. Du magst die sind super sympathisch. Aber ich bin denen noch nie begegnet, weil sie eben auch mit Artistik machen und Jonglage und keine Ahnung, gibt es wenig Schnittmengen. Und dann habe ich, während ich meine Comedy abgespult habe, überlegt, wie heißt der andere, wie heißt der? Und dann habe ich noch ein Bit hinten dran gehängt und noch eins, ja. In der Hoffnung, dass ich auf den Namen komme, währenddessen im Hinterkopf. Und dieser ICE, der raste auf die Mauer zu und ich wusste, jetzt muss ich es ankündigen. Und dann dachte ich mir, scheiße, jetzt sag's einfach. Hier kommen die Kollegen, die stellen sich am besten selbst vor. Ja, genau. Hier für euch, Dings und Dings. Und die sagt noch zu mir, sag nicht, dass wir aus Berlin kommen. Und ich so, und aus Berlin, weil ich musste irgendwas sagen. Ne? Also ich moderiere ja sehr selten. Heute mache ich es mal, weil ich es lange nicht gemacht habe. Aber eigentlich drücke ich mich gerne vor Moderation, weil du hast da schon eine Verantwortung. Also du musst ja auch gucken, dass du dich ein bisschen zurücknimmst, dass du die Kollegen glänzen lässt, was mir schon per se sehr schwer fällt. Und dann musst du dich auch noch vorbereiten, Namen merken. Ja, das ist das was. Ja? Das ist ja hier, weißt du, was ist das hier mit Stefan Raab und dann soll ich mir das noch mal... Das geht gar nicht. Ja, und ich sitze hier mit Özcan Ozan, Jana. Jana, genau. Es ist mir einmal auf der Bühne passiert, wir waren eingeladen bei Pierre Schäfer. Und der heißt aber auf Facebook, hat der einen anderen Namen, quasi nicht seinen öffentlichen Namen, sondern so eine Art, so wie ich Schlimmbeck heiße. Ne? Und er hat die schon moderiert und ich hatte wirklich nur seinen internen Namen unter Kollegen, also diesen Facebook-Chat-Namen. Und bin auf seinen echten Namen nicht gekommen. Mhm. Und es war aber egal, aber nachdem er alle Comedians nochmal auf die Bühne geholt hat, stand ich neben ihm. Und er drückt mir das Mikrofon in die Hand und es ist so, dass du quasi dann als Kollege dann sagst und vergesst auch bitte nicht den Moderator des heutigen Abends und lässt den Moderator nochmal hochlegen. Und hatte ich dann plötzlich das Mikrofon in der Hand und sagt, und ja, was wäre eine tolle Show nicht ohne einen tollen Moderator. Ihr kennt ihn alle, er hat das Ding hier hochgezogen, hat versucht Zeit zu schinden. Pierre. Und zeigt einfach hinter mich auf das Banner, wo sein Name ganz groß neben meinem Kopf stand. Schäfer! Und es ist so peinlich, weil man denkt, weil die Kollegen vielleicht denken, man würde sie nicht. Aber warum ist das so, dass wir Namen schnell, also das müsste man eigentlich trainieren, weil das ist ja auch so ein Respektding, wenn du den Namen von deinem Gegenüber irgendwie den merkst, aber wenn du so viele Leute auf einmal kennenlernst, fällt das ja auch ein bisschen schwer. Ja. Wir können ja Texte auswendig lernen, aber irgendwie fällt es uns auch schwer. So uns die Namen zu merken von manchen Leuten. Also es ist, und vor allem so einfache Namen, jetzt nicht so wie mein Name. Mein Name kann sich ja keiner merken. Ich bin es ja gewohnt, dass man sich das nicht merken kann. Also das ist ja, wie heißt du nochmal? Ötze. Ja, weißt du, was ich immer wieder vergesse? Heute habe ich es mir endlich mal gemerkt. Camp David. Diese Marke, diese Dieter Bohlen-Marke. Ja. Ich will immer irgendwas anderes sagen. Ich will immer Port Hardy sagen, Ed Hardy. Ich komme einfach nicht drauf. Aber, weil ich mach immer Witze über Leute, die das Ding tragen, die Hemden tragen, wo man irgendwie Geschichten drauf lesen kann. Und das Gehirn spielt uns scheinbar nicht. Das Verrecken nie ein. Jetzt habe ich mir endlich mal gemerkt mit CD und Dieter Bohlen hat CDs aufgenommen. CD Camp David. Jetzt habe ich mir endlich mal die Eselsbrücke gebaut. Ja. Jetzt weiß ich es. Dieter Bohlen tritt ja hier auf, ne? Am 18.8. Ja, also grandios, der großartige Dieter Bohlen. Wo sieht man dich das nächste Mal live? Keine Ahnung. Geht auf meine Homepage www.oezurzebe.de. Ich bin in Köln, glaube ich, am Mittwoch. Was haben wir heute? Ich gucke auf meine Homepage. Okay. Und ich spiele in Köln mein Solo. Cool. Im Atelier-Theater. Sehr schöner Laden. Mein Solo heißt Frei. Frei? Mhm. Zweite wird dann heißen Freier. Was sagt Alain Frey dazu? Ist mir egal, der ist Schweizer. Bisher reagiert er gegen Zahlen. Sein Solo heißt Zebe. Genau. Am 18. August spiele ich im Atelier-Theater. Cool. Wie Dieter Bohlen ja hier auch. Genau. Auch genau. Auf, ja. Also kommt ihr entweder zu mir oder zu Dieter Bohlen nach Binz oder zu mir nach Köln. Oder zu mir nach Berlin, auch am 18.8. Genau. Also, oder die 20 teilen sich halt auf, die sich das anschauen. Und, genau. Ja. Genau, die eine Hälfte kommt zu dir nach Köln. 20 durch 3. Das ist ungerade. Ja. Vielleicht guckt einer weniger zu. Also, lieben Dank, liebe Özgür. Habe ich sehr gefreut, dich wieder zu treffen. Heute Abend noch eine schöne Show gemeinsam. Genau. Ich bin jetzt in deinem Podcast. Bin ich jetzt berühmt? Nein. Sorry. Da musst du dann zu Kaya im Podcast.
Kaya ist jetzt mittlerweile Kollege von uns, weil er sehr viel auf Twitch streamt. Und wir auch. Son of a Twitch. Son of a Twitch. Ja. Also, macht's gut, ihr Lieben. Danke für euren Support und ciao. Jetzt halten wir noch kurz das Lächeln und ich drücke auf Stopp. Hoffentlich hat es aufgezeichnet.